So, willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir haben es geschafft, wir haben Mary und Anne gefunden. Also Marianne. Und bringen die jetzt nach draußen. Ich kann nicht. Durchsuch die Zellen! Komm, genauso. Oh, wenn das jetzt wirklich die ganze Zeit so lange dauert, werde ich echt böse. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass dich nicht ziehen. Komm. Halt. Nicht. Bitte. Ich lass dich nicht zurück, verdammt. Heb deinen Arm. Richtig. Komm schon. Das geht nicht. Oh, das wird schon los, Mary. Ah, den tragen wir sie eben. Es ist niemand hier! Ich gehe nicht ohne dich. Auf keinen Fall. Oh, süß. Lass mich und Edward. Niemals. Stirb doch nicht wegen mir. Geh. Das ist zwar eine Schweinerei. Verdammt. Du hättest die sein sollen, die mich überlebt. Mein Teil ist getan. Und deiner? Bliebst du bei mir, könnte ich es. Mary. Ich bin bei dir, Kenway. Bei dir. Verteilen! Durchsucht ihr jeden Winkel! Jetzt nichts wie raus hier. Gott, nee, da kriegt man ja schon so leicht Erpelpelle, ne? So Gänsehaut. Okay, Sperrgebiet. Gut, dass wir hier so einiges vernichtet haben. Wir müssen hier weg. Zu Ende und dabei gelangen. Oh, lasst mich in Ruhe. Ich trage hier eine hochschwangere Frau, die nicht mehr hochschwanger ist. Lasst mich in Ruhe, habe ich gesagt. Wenn sie das nicht kapieren wollt. Ist hier aber Schluss, ey. Weißt du, wir haben viel Wichtigeres zu tun. Komm mit. Arme Mary. Was ist mit Mary passiert? Was ist? Ist sie tot? Oh nein. Oh Gott! Was werdet ihr jetzt tun? Nichts Vernünftiges. Ihr habt sie zwar nicht verdient, aber sie passen euch. Auf gutes Gelingen, Edward Kenway. Mission beendet, Erinnerung 01, Leiden ohne zu sterben. Leider haben wir nicht alle Alarmglocken sabotiert und wir haben auch nicht zwei alte Freunde besucht. Das heißt, der eine, der war gar nicht der einzige.
Wahrscheinlich ist Hornigold auch noch irgendwo da. Oh, wir sind ziemlich gut gelaunt, so wie es aussieht, mit einer Flasche voll Rum. Besaufen wir uns jetzt erstmal, oder wie? Gute Nacht. Bleib liegen. Mehr? Eine Flasche. Da will ich erstmal was sehen. Wird das reichen? In all den Jahren hast du nie das erreicht, was ich in einem Fünftel der Zeit geschafft habe. Weil du ein guter Mann bist, Edward. Siehst du? Güte ist deine Krankheit. Das gehört mir, Robert. Gib es her! Kennst du noch mein Credo? Ein kurzes und fröhliches Leben, das ist alles. Die Welt schuldet uns nicht mehr als das. Also nimm dir, was du willst und stirb, bevor du miterlebst, wie man dich zum Narren macht. Gib es her. So ist's recht, Junge. Nimm es. Ich zertrete dich, Male. Ich schlitz dich auf. Ruhig, kleines Hündchen. Kriech zurück in deine dreckige Hütte. Du bist meinem Irrsinn nicht im geringsten gewachsen. Robert! Willkommen an Bord, Kenway. Beute, Plünderung und Abenteuer liegen vor uns. Bist du dabei? Aus dem Weg, Ben! Hebt das Glas auf die Freiheit! Auf alle Herren Glücksritter und alle Damen der Muße. Und auf eine Welt voller Lunken, die besser sind als alle Könige und Königinnen. Als ehrbare Glücksritter genießen wir Überfluss und Zufriedenheit. Freude und Genuss, Freiheit und Macht. Welcher Mann bei klarem Verstand würde das alte Leben wählen? Ich tauchte meine Hände in schmutziges Wasser. Und als ich sie herauszog, fand ich es besser, ein Kommandeur, denn ein einfacher Mann zu sein. Das sind echt komische Visionen, die er hier hat. Wir müssen nach oben. Was ist denn hier bloß los? Was träumen wir, oder? Ich schätze mal schon, aber... Tja, die Haie freuen sich, ne? Ist ein Festmahl. Weiter nach oben. Diesmal von einem Adler, der hoch über einem Feld seine Kreise zog, der stürzte sich aus der Luft herab auf ein Lamm, packte es und trug es fort zu seinem Nest. Ganz in der Nähe hatte das eine Dohle beobachtet und bildete sich ein, dass sie genauso stark und ist eine Assassine? Also mit viel Geflatter und Federgerassel senkte sich die Dohle eilig herab und griff nach dem Fell eines großen Tieres. Aber als sie versuchte davonzufliegen, merkte sie, dass sie nicht groß und stark genug war, um das Tier zu heben. Und selbst als die Dohle sich abmühte, bemerkte der Widder davon fast gar nichts. Ganz in der Nähe, gleich hinter dem Feld, sah der Schäfer den zappelnden Vogel und war äußerst amüsiert. Nicht mehr als 2 Jahre! Du hast es versprochen! Du bist gegangen, als ich dich am nötigsten hatte! Aber du hattest mich! Warum kommst du nicht zur Ruhe? Mache ich dich nicht glücklich? Ich bin so nah, Caroline! Bitte, lass mich das machen! Tust du denn alles nur aus Trotz, Edward? Es ist nicht der Trotz, der mich antreibt, Mary, sondern Mut! Zu welchem Zweck, Mann? Du hast niemanden mehr, den es kümmert! Verflucht soll dir sein! Ich komm schon zurecht! Du Laus! Immer zerstörst du, wenn du etwas aufbauen könntest. Sogar dich selbst, wenn sonst schon nichts ist. Lass mich in Ruhe! Ändere den Kurs, Edward! Ändere deinen Kurs, bevor es zu spät ist!
Tja. Captain Kenway! Sie sieht aus wie in einem Pflaumenmus. Gott. Ich habe einen Kater für 10. Auf die Beine! Du machst es mir nicht leicht, Adi. Nachdem du mich mit Roberts allein gelassen hast, sollte ich wütend sein, dich hier zu sehen. Doch eigentlich bin ich ungemein froh. Ich auch, Bruder. Und es wird dich freuen zu hören, dass es deiner Jackdaw gut geht. Oh, sie ist noch da. Sollten wir Segel setzen? Du gehst? Ei, Edward. Ich werde noch woanders gebraucht. Adi, hör doch. Wenn Herz und Verstand bereit sind, besuche die Assassinen. Ich glaube, dann wirst du es verstehen. Tja, also gut. Vorerst haben wir das geschafft. Hier werde ich noch schnell die eine Kiste holen. Und dann besuchen wir die Assassinen. Wir sind in Sequenz 11. Mwahaha. Eine Truhe nur noch. Eine verflixte einzelne Truhe. Die viel weiter südlich ist. Dich haben wir auch nebenbei noch erwischt. Okay. Utia-Pelz. Sehr schön. Und dann fehlt auch nur noch der eine Marineauftrag, den wir auch irgendwann machen werden. Jetzt demnächst. So, damit ist Long Bay auch geschafft. 8 von 8 Thronen. Und ich glaube, das machen wir jetzt. Oder? Gehen wir erst zu den Mayas? Nein, wir gehen erstmal hier hin. Muss sowieso nochmal gucken, wie viele Maya-Stelen wir jetzt hatten. Wir haben alle gehabt, ne? Ja, das wurde schon angezeigt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu der Maya-Tür und anschließend zu dem Rest. Aber ich will das mit der Holländer jetzt erstmal machen. Dann haben wir die Marineaufträge auch hinter uns gebracht, kriegen neue Pistolen. Und dann geht die Party richtig ab. Ich halte euch den Rücken frei für etwas Geld. Ja, okay. Da hast du. Der letzte Auftrag. Annehmen. Okay, das ist wirklich der letzte und der schwerste Auftrag, den ich jemals gemacht habe. Mal abgesehen von den legendären Schiffen, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Da werden wir uns später drum kümmern. Jetzt erstmal auf zum Schutz der Holländer. Das kann sowieso noch eine Weile dauern, bis wir die Mission geschafft haben. So, da hinten ist sie. Das ist die Holländer, die da vorne schon zu sehen ist. Und die wird von vielen Schiffen umkreist. Und sie ist schon ziemlich angeschlagen. Was schon mal nicht ganz gut ist für uns. Blöde Ausgangssituation. Und sie darf nicht sinken. Unser verbündetes Schiff. Da gibt man noch ein bisschen Gas. Wir sind noch viel zu weit weg. Die Holländer, die weiß schon, was sie tut. Die versenkt nämlich noch nebenbei mit. Sehr gut. Na, ich hab's gemerkt. Viel zu weit weg noch. Treibt die doch nicht so weit nach da hinten. Können sich meinetwegen selber in die Luft sprengen mit ihren Fässern. Komm schon, Treffer. Ja, sehr schön. Treffen wir unsere Leute eigentlich auch? Nö.
alles daneben. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist Schluss hier. Ah, mit dem Mörser sind diese kleinen Schiffe echt schwierig. Super. Die haben wir erwischt. Noch einmal umdrehen. Oder die Holländer kümmert sich um die da hinten. Glaube ich aber nicht. Dafür ist sie zu schwach, um dahin zu segeln. Ja, die muss dringend beschützt werden. Sie hat wichtige Waren an Bord. Was auch immer.